Ach, Skype habe ich mich vergessen, noch beschäftigt zu stellen. Ach, was soll's, das ist eh nur ein spontanes Film. Mache ich gleich, wenn ich hier fertig bin. So, eben kurz Skype. Beschäftigt. So. Lala. Bin ich jetzt schon auf dem Boden angekommen? Ja. Okay. So, hier ist noch was. So, das heißt, lange nicht voll. Jetzt hier weiter. Das muss ich auch noch anfangen zu räuspern. Das ist ja toll. Sau toll. Sehr toll. Ich kann heute wieder richtig gut Deutsch. Mein Minecraft mit dem Mod vorankommen, voranzukommen, das dauert halt immer. Immer so viel abbauen und machen und tun und. Ich verstehe ihn nicht. Honk hat ja, glaube ich, 1200 Folgen oder sowas aufgenommen da. Wie man da 1200 Folgen produzieren kann. Ich habe auch früher mal Minecraft Let's Play, habe aber gerade mal 120 Folgen oder sowas gemacht und da wurde es mir schon so blöd. Beziehungsweise habe ich damals mit Amco gespielt, das ist auch ein Mod-Paket, aber schon ein was älteres und ich glaube, das war gar nicht mehr fortgeführt. Und dieses Mod-Paket, da war mein PC so schlecht dafür, der hat ständig, also da hat Minecraft ständig den RAM so sehr ausgelastet im Endeffekt und ja, ist dann ständig abgeschmiert. Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf und habe gesagt, ich mache es weiter, wenn ich einen besseren PC habe. Habe ich dann auch gemacht, aber dann habe ich festgestellt, ich kann es gar nicht mehr explain. Als Stream ist das noch ein bisschen was anderes, da kann ich wenigstens mit den Leuten so reden, aber bei Let's Play ist das ja, da hast du ja quasi, hast du ja da gar keinen vor dir, mit dem du dich unterhalten könntest. Und ja, warum habe ich jetzt so schon gewechselt? Egal. Und naja, neues Spiel ist ja sowieso eigentlich kein Minecraft, wie gesagt. Jetzt nur wegen dem Stream-Forum-Projekt. Ein bisschen mit den Leuten zusammenspiele. Alleine finde ich das gar nicht. Oh, das natürlich auch keiner auf dem Server ist, aber naja. Das Interessante ist halt, dass ich Level 32 alleine nur dadurch erreicht habe, dass ich Zeugs abgebaut habe. Erze abgebaut habe bisher. So richtig gekämpft habe ich bisher noch gar nicht. Wusste ich gar nicht auch. Also selbst das Wechseln von den Werkzeugen kommt mir ein Lag an, ey. Das ist dann halt mit dem Server nur los. Und ich belebt sich das noch in der Laufe der Zeit jetzt. Und der Server muss echt mal neu gestartet werden. Ist aber schon heftig, ey. Ich habe schon wieder zwei Spitzhacken verbraucht, zwei Eisenspitzhacken verbraucht, nur um die Decke hier auszuheben. Oh mein Gott, ey. Langsam verstehe ich auch, warum die Leute Kreuz benutzen. Warum übersteuert das gerade so? Und dieses Gelecke, hallo. So, verkriegst du dich mal ein, schlimm an dein Leben, ey. Oder so ähnlich. Das ist schlimm hier. Ich dachte nicht, dass das selber heute so rumlecken würde. Oder ist es nicht echt ein, das kann auch nicht sein, ey. Das Internet heute so rumspackt. Uranium. Okay. Ich glaube, es gibt ja auch Reaktoren, die mit Kernenergie laufen, aber davon will keiner bauen, weil das ist auch nicht gerade ungefährlich, weil die können ja in die Luft fliegen, die Dinger. Und dann wäre die ganze Welt im Arsch. Naja. Das ist keine so gute Idee. Dass ich aus dem Stein doppelt abbaue wegen den Ex. Ich
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Das hat Licht gemacht. Passen Sie sich da drüben nicht. Ja. Das würde ich, glaube ich, mal eben hier das so machen. Oh. Final Fantasy 1 und 2. Ah. Okay. So. Jetzt können wir jetzt nicht einfach suchen, da was wegzubauen wollen. Das war jetzt wieder dumm. Kinderbar-Ohr. Kennen Silber noch nicht. So, und dieses Gelecke. Oh, das ist doch... Alter, das muss man sich mal geben, ey. Was das für eine Verzögerung ist. Es kann doch nicht sein, dass das an mir liegt. Ich hab doch gar nicht so schlechtes Internet. Vor allem momentan nicht. Mach mal so, vielleicht geht's dann besser. So. Alter, das sind 1, 2, 3 Sekunden Verzögerung. Das ist doch nicht mal feierlich hier. Mann, das erlaubt er selbst cheaten. Hast du ja vorhin gesehen. Dass ich mich da wirklich einfach mal vorbeischicken kann, weil der Lag später, was durch den Lag später ankommt. Schlimm, schlimm, schlimm heute. Das ist Musik wieder zu leise. Ja, das ist, die Musik ist so scheiße abgemischt, weil das teilweise MIDI-Dateien sind. Und weil die teilweise eine unterschiedliche Lautstärke haben als die normalen Dateien. Ja, das ist... Naja. Müsste ich zwar eigentlich auch mal beheben, aber... Da bin ich echt zu faul, hunderte, tausende von Dateien deswegen da jetzt so normalisieren. Das würde auch Tage dauern, bis ich damit fertig wäre, von daher... Weil das sind übrigens alles Lieder von Spielen, die ich mal Let's Play irgendwas tun habe. Daher, beziehungsweise eigentlich auch der teilweise alte, was ist denn? So, nochmal. Das sind teilweise auch RPG-Maker-Spiele, habe ich jetzt angeschrieben. Achso. Ich bin jetzt gerade nicht zu leise. Ja, wie gesagt, das ändert sich halt auch je nachdem, welches Lied gerade spielt. Nee, ich bin seit 7 Uhr wach. Ist gerade jemand Wichtiges, mit dem ich gerade schreiben muss, mal kurz. Ja, Baba, weiß ich noch nicht so wirklich. Aha. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Das ist natürlich blöd. Hä? Hab ich das schon gelesen? Skype. Zeig mir nicht irgendwelche Nachrichten an, die ich schon gelesen habe. Generell,
Im Generell ist, glaube ich, leiser besser als zu laut. Naja, solange es halt noch verstehbar ist und ich auch noch verstehbar bin, ist es immer in Ordnung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Spiele spiele und der Ingame-Sound ist so leise, dann ist das auch doof. Finde ich. Na, bei solcher Musik ist es ja noch okay. Minecraft hat ja normalerweise. Okay. Ich glaube, ich werde noch bis um 10 streamen, dann mache ich auch eine Pause. Richtige, ich bezog mich nur auf Hintergrundmusik. Ach so, okay. So. Der Server leckt gerade mal wieder übelst Kanone, ey. Ja, 3 Sekunden Verzögerung, ist klar. Meine Güte. Lotrek, streamst du eigentlich auch selber? Oder bist du nur Zuschauer? Mein Stream tut da sowieso auch so langsam, dass ich auch leer. Weil so das Stream ist für mich sowieso auch so inzwischen so geworden, dass es das Let's Play ist, wie es eigentlich damals so angefangen hat mit Let's Play 2008, 2009. Das war ja die Zeit, wo es noch nicht, wo es noch keine Monetarisierung gab und der ganze Scheiß, der dann aufgekommen ist. Und ich finde, ehrlich gesagt, wie das sich das halt entwickelt hat, das ist nicht schön. Es ist einfach nur, naja. Das ist doch. Achso, das ist nur Best Budget, wie ich schon gesagt. Und dann noch Zuschauer wird, aber wird wohl erst Sonntag wieder, mal schauen. Ja, ich kann dann nur vorbeischauen. Wenn ich Sonntag die Zeit habe, ist das. Weil Montag habe ich eine Arbeit am Termin. Das heißt, ich müsste eigentlich die ein oder andere Werbung noch mal gucken, ob ich da noch was finde. Ich habe, glaube ich, sogar noch was. Jupp. Ah, ich habe mir kurz hier Blackjack geschrieben. Und, ein Freund von mir. Kann ich da eigentlich wegbauen. So. Ja, genau, der kommt mal draußen hoch. Gut. Super. So, jetzt haben wir die Höhle fast fertig. Das heißt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das kommt weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es kommt dahin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. Hier das Zoom. Hier müsste ausgeleuchtet sein, dass keine Viecher spawnen. Deswegen lassen wir hier mal eine Türe dann später noch hin. Und jetzt habe ich, Cobblestone. Dann nehmen wir mal kurz Cobblestone und werden mal kurz das Zeug hier rausbauen. Wir haben eigentlich noch 16 Blöcke nur noch. Ach du Scheiße. Na gut. Wie viel? 3 Stück noch. Das sind echt 2 Spitzhacken, um so eine ganze Hülle auszubauen. So. Auch Feinde finde ich die 10 Endkampf. Oh, ich finde die. Die Film finde ich so richtig geil, auch wenn der Endkampf gefallen finde ich sind eigentlich nicht so nennenswert war. Weil der ist einfach nur Zombie auf den Endgegner casten und dann eine Füllung wieder schmeißt und das war's schon.